Hallo und herzlich willkommen zum 9. Videotagebuch hier auf YouTube. Ich freue mich sehr, dass ihr heute auch wieder eingeschaltet habt. Zunächst ein paar Infos in eigener Sache. Ich habe hier angefangen, Videotagebücher mit der Hilfe von PowerPoints zu machen und habe dann festgestellt, nachdem ich mir eins meiner Videos angeguckt habe und fast dabei eingeschlafen wäre, dass das vielleicht doch nicht so die gute Idee ist und das richtige Tool. Es mag vielleicht das richtige Tool sein, um den Erklärwert zu geben, aber um ein lustiges bzw. interaktives Video zu machen, anscheinend doch nicht. Deswegen habe ich mich entschieden, das Format zu ändern. Einmal wie in den letzten beiden Videos, wo ich zu Ereignissen gegangen bin. Da würde ich euch als klassisch Vlog-Style auch mitnehmen und dann aber auf jeden Fall mindestens einmal in der Woche auch eine Review zu machen, was gewesen ist von den Tagen, wo ich euch nicht mitnehmen kann. Im Moment bin ich wesentlich mehr mit dem Zug unterwegs als mit dem Auto oder gar mit dem Flieger. Deswegen wird es von Zeit zu Zeit ganz unmotiviert Bilder von der Eisenbahn geben. RB48 nach Wuppertal-Oberbarmen. Nächster Halt, Köln-Mülheim. Heute möchte ich zuerst über meine Erfahrung mit dem Remarkable-Tablet berichten. Das Remarkable-Tablet ist ein E-Reader, ähnlich wie ein Kindle oder auch der große E-Reader von Samsung, aber mit der zusätzlichen Funktion, dass man auch darauf schreiben kann. Das Schreiben ist auf jeden Fall das wesentliche Feature des Remarkable, weil er dazu dient, in einer Sitzung, in einer Vorlesung, wo halt auch immer, Notizen zu machen. Und zwar so, als würde man auf Papier schreiben. Das heißt, wenn ich mir jetzt einen Quicksheet aufmache, bekomme ich ein weißes Blatt Papier. Auf diesem Blatt Papier kann ich mir dann nach Belieben schreiben. Oder Zeichnungen anfertigen. Das ist sehr hilfreich, wenn man in Meetings mitschreiben will oder auch in Vorlesungen. Meine Erfahrung ist, dass ich, wenn ich auf so einem Blatt Papier etwas dokumentiere, beziehungsweise direkt auch auf diesem Tablet, ist es mir, finde ich, es leichter, Augenkontakt mit den anderen Kollegen im Zimmer zu halten. Das ist schwieriger, finde ich, wenn ich vor einem Rechner mit Tastatur und Bildschirm sitze. Natürlich kann ich auf dem Papier dann auch nach Belieben Dinge wieder löschen. Und wieder dazufügen. Nicht, dass ich in irgendeiner Form gut zeichnen könnte. Ich muss nichts weiter tun, das ist automatisch gespeichert. Ich kann eine zweite Seite hinzufügen. Und so weiter und so weiter und so fort. Es ist automatisch in der Cloud gespeichert und kann in der Desktop-Applikation als PDF-File hochgeladen werden und, vorausgesetzt, man hat die richtige Software und nicht so eine krakelige Handschrift wie ich, auch sehr einfach als dann in, mit OCR bearbeitet werden und in tatsächlichen Text umgewandelt werden. Mein abschließendes Fazit zu dem Remarkable-Tablet kann ich noch nicht geben. Ich werde ihn noch ein paar Wochen im Alltag mitnehmen. Ich hatte das Glück, ihn über Kickstarter zu fanden, habe ihn dafür relativ preiswert bekommen. Im Moment geht er für etwa 600 oder 700 € über den Ladentisch, was ich für einen Notizblock richtig heftig finde. Was ist ansonsten diese Woche noch passiert? Gestern war ich im dritten Film der Maze Runner Trilogie. Ich hatte auch die Bücher gelesen. Anders als die Kritiker fand ich den Film eigentlich ziemlich gut und sauspannend. Bis zum Schluss. Die vorletzte Szene mit dem Berg, da habe ich wieder auf der Sitzkante gesessen. Also ich fand es spannend, interessant und ich kann eigentlich jedem nur empfehlen, sich den Film anzugucken.
Ansonsten hat sich Casey Neistat von CNN getrennt. Nicht, dass es mir nicht wahnsinnig leid tut um die Leute bei Beam, die jetzt teilweise ihren Job verloren haben. Das finde ich natürlich schade. Aber auf der anderen Seite habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was in aller Welt macht denn CNN mit Beam, beziehungsweise mit Casey Neistat? Wie es sich jetzt im Rückhinein herausstellt, anscheinend nichts. So ist das natürlich schade, dass das vorbei ist. Schade auch für die Angestellten. Auf jeden Fall. Aber sinnvoll ist die Trennung wahrscheinlich schon. Gleis 1, Einfahrt ICE 854 nach Köln Hauptbahnhof. Abfahrt 21.40 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. So, das war es dann auch schon wieder für heute. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid und zugeschaut habt. Ich würde mich wie immer über ein Like und ein Subscribe sehr freuen, über einen Kommentar und auch darüber, wenn ihr das Video mit euren Freunden teilt. Die Links zu allen meinen Social Media findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.